Hallo, der Krag kräht noch. Und heute aus Brüssel. Parlamentsgebäude ist leer. Corona hat uns wieder im Griff. Aber wir sind jetzt auch etwas schlauer als noch im Frühjahr, als die erste Welle über uns hereingeschwappt ist. Wir kennen die Zahlen etwas besser. Die ersten Schreckensnachrichten aus China lauteten, dass von allen Infizierten 3,8% versterben würden. Es gibt aktuell Studien, die bewegen sich zwischen 0,25% und 0,9%. Das ist die sogenannte Infektionssterblichkeit. Auch hier ein Vergleich. Bei der Grippe sind es 0,05%. Wir sind also schon deutlich weiter, deutlich gefährlicher als eine Grippe. Aber es ist eben nicht 3,8%, was einer Pestwelle entsprechen würde nahezu. Das Zweite, wir wissen, dass es die Altersgruppen nicht gleichmäßig trifft, dass bei den unter 50-Jährigen das Risiko zu sterben nahezu nicht existent ist, was nicht heißt, dass es nicht Einzelfälle geben kann, dass aber gerade die Alten hochgefährdet sind. Wir wissen, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Wir wissen auch, dass es regionale Unterschiede gibt. Kurzum, wir wissen, mit dieser Krankheit ist nicht zu spaßen. Sie ist da, aber wir können die ersten Schreckensnachrichten besser einordnen. Wir können aufatmen und sagen, es ist eben doch nicht ganz so schlimm. Von dieser Befund trennen müssen wir die Frage, was machen Politiker damit? Was sind die richtigen Maßnahmen, um mit dieser Krankheit zu leben? Und hier ist es an der Zeit, auch genau hinzuschauen. Denn der Sinn und Zweck des Staates ist ja nicht nur, uns vor Infektionen zu schützen. Er ist es auch, uns ein Leben in Freiheit zu ermöglichen, uns überhaupt ein Leben zu ermöglichen. Deshalb muss man immer fragen, welche Maßnahme ist sinnvoll und welche ist eine Übertreibung? Wie viel Risiko sind wir bereit zu akzeptieren? Aber wo müssen wir auch sagen, dass wir im Angesicht einer solchen neuen Krankheit uns auch einschränken müssen? Hier in Belgien, wo die Ansteckungszahlen zurzeit besonders hoch sind, sind alle Restaurants geschlossen. Das wäre angesichts der Zahlen, die wir in Deutschland haben, unverantwortlich. Wir können es auch nicht hinnehmen, dass Schulen geschlossen werden. Kurzum, gerade als Opposition sind wir gefordert, der Regierung, die eine Tendenz dazu hat, besonders viel schließen zu wollen, um zu zeigen, wie stark sie ist, auf die Finger zu klopfen. Und seien wir ehrlich, wenn wir uns Herrn Söder anschauen, der Corona benutzt, um seine persönliche Karriereplanung voranzutreiben, dann sehen wir, wie wichtig eine Opposition ist, die ihm auf die Finger klopft. Was wir aber auch sehen müssen, das ist, dass Corona missbraucht wird, um das Machtgefüge zu verschieben. Die EU hat bewiesen, dass sie auf Corona nicht reagieren konnte und gezeigt haben es an den Nationalstaaten, die konnten es noch. Die Antwort darauf, die hier in Brüssel, aber auch in den Hauptstädten getroffen wird, lautet nun nicht, ein wenig mehr Macht bei den Nationalstaaten zu belassen, weil es da offenbar funktioniert, sondern es wird mit der Begründung Corona nun immer mehr Macht, immer mehr Geld hier nach Brüssel geholt, wo es weniger demokratische und weniger öffentliche Kontrolle gibt. Und deshalb ist die Opposition dazu da, darauf hinzuweisen, die Finger zu klopfen, die Menschen zu sensibilisieren und zu mobilisieren. Und insofern, ja, Corona gibt es, es ist eine gefährliche Krankheit, es ist 5 bis 15 Mal stärker als die Grippe. Und jeder, der mal eine Grippe hat, weiß, das ist schon unangenehm. Aber Corona ist kein Freibrief, um jede Freiheit, jedes Leben und vor allen Dingen jede demokratische Verfassung auszuhebeln. Vielen Dank.